Wir sind zurück von unserem Shop-Haul, von unserer Einkaufstour und wir haben eine Menge Zeug zusammengefunden. Alter, wir haben richtig schöne so chiselt Stonebricks. Ich habe so ein paar so Ruinen ausgekloppt. Ich habe mossy Stonebricks, da kann ich mir einen schicken Keller machen. Juhuhu. Cracked Stonebricks, genau, da kann man so ein bisschen Design und ein bisschen Abwechslung reinbringen. Normale Stonebricks, gut, ja klar. Mossy Cobblestones, ha, es ist hervorragend. Noch ein Loom, naja gut. Leder-Tunic, ja gut, ja, falls meine kaputt ist. Die Prismarine Crystals, wir haben einen Magma-Block, wir haben eine komische Buried Treasure Map, Prismarine Bricks. Und wenn ich mir die angucke, diese Treasure Map, dann weiß ich immer noch nicht ganz, wo wir jetzt da genau sind. Okay, hä? Das ist nur ein Teil davon und wir sind natürlich nicht ganz zu sehen. Das heißt, wenn ich jetzt außerhalb der Karte bin, dann ist mein Punkt, glaube ich, nur am Rand und ich weiß nicht genau, wo das erscheinen soll. Also muss ich ab und zu mal auf die Karte gucken. Oh, Moment. Da war ich. Da unten das braune, ich komme nicht weiter runter. Links unterhalb meines Mauszeigers war ein Schiffswrack. Okay. Da bin ich lang gefahren und die Insel sagt mir auch was. Naja gut, da muss ich bei Gelegenheit vielleicht nochmal hin. Aber wir haben Essen, genau, wir haben so schöne Prismarine Bricks, was wir noch immer machen sollten. Ich weiß nicht, was wir machen. Was mache ich hier? Das probiere ich gerade mal aus, wie das aussieht. Plünk. Achso, ich habe überhaupt keinen Platz. Okay, Moment. Wir müssen erst kurz ein bisschen was verräumen. Wir haben nämlich 17 Eisen, 22 Nuggets und dann davon was. Ja. So, jetzt kann ich das da wieder aufnehmen. Und dann packen wir mal hier sowas hier hin. Und setzen da drauf mal das Laternchen. Ui. Ja, das sieht doch gleich viel besser aus. Das sieht gleich viel besser aus. Wir packen uns das mal einfach mal hier runter. Ja. Achso, das war natürlich mit der. Das war sehr schlau. So. Auch nicht schlecht. Ja, das macht gleich viel mehr her. Das macht gleich viel mehr her. Ich überlege auch gerade, ob ich jetzt hier so an den. Das ist sehr schick. Ob ich hier an den Brunnen vielleicht. Vielleicht am Brunnen. So an den Ecken. So an den Ecken vielleicht. So an den Ecken vielleicht. Klunk, kommt gleich wieder. Klunk. Ja, sieht nicht schlecht aus, ne? Sieht nicht schlecht aus. Ja, und die Stonebricks und das Zeug, genau, das müssen wir auch noch machen. Weil in Kobble sieht das alles ein bisschen. Ja, ne? Wir machen das mal ein bisschen hübscher. Aber wenn ich hier so unten so Moossteine hinpacken würde. Ich glaube, das würde geil aussehen. Sollen wir das gerade machen? Oder nehmen wir das in den Keller? Mossy Cobblestone. Ah, ich glaube, ich sollte es für den Keller nehmen. Aber wo mache ich nur den Abgang dann noch runter? Ich glaube, ich muss ein Haus vergrößern. Sehr schwierig. Wir machen den hier rein. Wir machen die Tunikörner rein. Wir machen die Kisten noch da rein. Magma, weiß ich nicht. Aber die Prismarine, wenn ich mir jetzt hier so einen Glasblock nehme und ich nehme einen so ein Crystal, wahrscheinlich brauche ich mehr. Ja, wahrscheinlich muss ich den komplett einmal drumherum einkreisen. Ich habe jetzt natürlich nur 7 Glas. Da wird doch der Hund in der. Darf ich mal? Pfanne verrückt. Oh, diese Eier. Was will ich mit all diesen Eiern machen? Ich kann doch nicht mal Omelette oder irgendwas draus machen. So, wir brauchen erstmal ein Stückchen.
Brauche noch ein bisschen klar, ein bisschen Strand. Gerade mal so ein bisschen was. Mein Sand da. Zack. In der Zeit packen wir mal den Ender weg. Ich habe noch Seepickel. Also, Pickel sind doch eigentlich so Gewürzgurken, oder? Nee. Was brauche ich denn dafür? Hä, da hab ich. Ich kann die aber noch nicht nachbauen, oder? Doch hier. Sea Lantern. What the fuck? Prismarine Shards. Wie mache ich Prismarine Shards? Ihr wisst es wahrscheinlich alle schon längst. Oh je, da brauche ich aber echt viel für, oder? Nein. Hier gäbe es eine Sea Lantern. Das heißt Beleuchtung, Bodenbeleuchtung oder sowas. Och. Das ist ja doof. Da brauche ich die Shards her. Bitteschön. Kann ich nicht selber machen. Sieht nicht so aus. Crossbow. Das ist ja geil. Pfeil. Ja gut. Gut. Flint habe ich einen. Shield. Sehr schön. Ich glaube, sowas brauche ich mir mal. Ich brauche mal so ein Shield. Was brauche ich dafür? Weapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Holz habe ich. Und ein Eisen. Das kriegen wir hin. Brutzeln wir mal hier den ganzen Clay noch. Ein einziges Eisen. Das können wir uns ja gerade so leisten. Und dann war das hier und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juhu! Okay. Mal an. Ja, fast schon aus wie ein Ritter. Ach du Scheiße. Nee, das will ich aber nicht. Da sehe ich ja gar nichts mehr. Hat das irgendwelche Werte? So wie Armor oder sowas? Nee, das ist so, das hat so keine Zukunft. Da wollte ich ein Bücherregal hin haben, eigentlich. Vielleicht sogar da oben drauf. Boah, dieses Haus ist zu klein. Dieses Haus ist zu klein. Ich überlege jetzt gerade, wo ich eine kleine Kiste hinbauen könnte. Kann ich die da oben drauf packen? Oh, guck mal. Drunter. So, jetzt kann ich hier. Ach, der macht jetzt. Das ist eine große, oder wie? Nee, das ist large. Chest.
Nee, die geht nicht. Okay, der Deckel muss aufgehen können. Na dann. Die geht noch auf. Die geht auch noch auf. Das hier. So. Wo ist Rüstungssachen? Sowas hier. Okay. Wir haben jetzt eine Nummer, welche Nummer Bücher? Haben wir noch Bretter? Nee, aber klar nicht. So, so, so. Und dann kann ich mir eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Juhu! Das sieht voll belesen aus. Das sieht sowas von belesen aus. Das kommt hier hin. Wurf. Bisschen eng zum Schlafen. Aber gut, 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 gut. Ne? Das macht es ein bisschen wohnlicher. Baumaterialien. Wir packen das erstmal nochmal alles hier rein. Mossi, Mossi. So, das ganze schicke Zeug. Der ist auch geil, der Pretty Prismarine Bricks. So, das Ei, den Kelp. Das Buch. Kann ich mit der Pickel irgendwas machen? Kann ich die irgendwie einpflanzen oder so? Muss ich die unter Wasser einpflanzen, fürchte ich fast. Ja, nee, das geht nicht. Das geht nicht, stimmt. Dann müssen wir, oh Gott, was wir schon ein Zeug haben. Lapislazuli. Kann auch da rein. Ah, ein bisschen für Leder sorgen. Hallo. Hä? Hi. Sieht aus. Ja, die Karotten sind auch schon. Ich schicke jetzt eine andere Methode. H4. Ist das ausgewachsen? H7. Ja, das wird, das wird, das wird. Die Pumpkins werden auch. Hey, das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier in diesen Breitengraden alles ein bisschen langsamer wächst, aber gut. Nicht das große Problem. So, ja, jetzt habe ich den Boden in den Sand gelegt. Das ist natürlich perfekt, dass wenn ich einen Keller machen möchte. Da fällt einem alles wieder auf den Kopf, obwohl die kleben ja alle irgendwie an der Wand. Das geht ja. Bei dem weiß ich nicht. Ich glaube, der nicht. Ich könnte auch oben noch irgendwas machen. Was mache ich denn oben eigentlich noch? Oben kann ich also so Enchantment-Tables und so ein Zeugchen bauen, oder? Ja, sowas würde ich sagen. Da haben wir jetzt ganz viel Clay. Hier ist das Reststück Glas. So. Und mit dieser Schatzkarte müssen wir nochmal los. Am besten noch mal andersrum, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja, da will ich unbedingt noch welche holen. Das sieht cool aus. Und da können wir noch ein bisschen Schornstein drauf bauen auf das Ding. Kann ich das irgendwie litten? Kann ich bestimmt litten. Und dann kommt da oben so ein. So ein gemauerter Schornstein oder sowas raus. Das wäre doch cool. Weil normalerweise ist ja eigentlich, wäre der Schornstein ja eigentlich hier so, damit hier wird der Feuer platzen, dann würde hier der Schornstein hochgehen und dann wäre gut.
Das wäre die normale Bauweise, aber das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Ja, ich würde sagen, ich mache wieder ein kleines Aufnahmepäuschen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.